liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Most Actives der ersten Ausgabe in dieser Woche. Und die hat am Markt nicht wirklich gut angefangen. Wir erinnern uns, der DAX ist zuletzt ja sehr gut gelaufen, 8 Gewinntage in Folge. Heute ist es eher mal wieder runtergegangen. Gibt natürlich auch Gründe dafür, wieder gestiegene geopolitische Spannungen und eben die große Frage, eskaliert das Ganze noch weiter nach den Drohnenangriffen auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien. Hängt natürlich jetzt viele auch davon ab, wie Donald Trump weiter reagiert. Er hatte jetzt schon Vergeltung angekündigt, angedroht. Man muss gucken, wie es jetzt tatsächlich weitergeht. Aber das ist natürlich ein Thema, was den Markt ganz klar hier erstmal in eine Vorsichtshaltung gebracht hat. Und dementsprechend geht es jetzt auch Montagnachmittag für den DAX runter. Nicht der ganz große Absturz, aber ein Minus von 0,5–0,6% jetzt um die Nachmittagszeit. Wir gucken jetzt erstmal auf die meistgehandelten Werte beim Online-Broker Flatex. Was haben wir da auf der Kaufseite? Wirecard, Lufthansa, Evotec, Daimler und Royal Dutch Shell. Was ist los bei Wirecard? Ja, zuletzt immer mal wieder Kooperationen, die man bekannt geben konnte. So auch jetzt ein Vorstoß nach China, den man wagen möchte. Also man möchte sein Geschäft eben auch in China quasi ausbauen und hat dafür jetzt eine Kooperation mit einem chinesischen Kreditkartenanbieter geschlossen. UnionPay heißen die. Und man verspricht sich natürlich von beiden Seiten einiges von dieser Kooperation. Also, was sind die Ziele? Internationale Expansion von UnionPay, klar, die wollen auch was davon haben. Wachstum von Wirecard in China und Ausbau des Geschäfts mit chinesischen Unternehmen. Also einiges, was man hier vorhat. Wirecard selber sagt, wir versprechen uns davon kräftige Zuwächse. Der chinesische Markt ist gigantisch und wir erwarten ein signifikantes Wachstum durch die Zusammenarbeit mit UnionPay. So hat der Chef von Wirecard gegenüber Reuters sich zumindest geäußert. Also dementsprechend auch kein Wunder, dass die Aktie von Wirecard heute auf der grünen Seite im DAX zu finden ist. Da ist auch, wer ist auch im Grünbereich zu finden? Die Aktie von Royal Dutch Shell. Ich habe ja am Anfang gesagt, warum wir keine so dolle Marktstimmung haben. Angst vor geopolitischen Spannungen ist natürlich was, was den Markt immer bewegt und den Ölpreis besonders. Der ist heute zwischenzeitlich, also bei Brent zum Beispiel, um die 20% nach oben gesprungen. Ganz so hoch ist er nicht geblieben. Der Ölpreis kam dann auch wieder ein Stück zurück. Aber trotzdem ist natürlich was, dass bei Ölaktien, die dann generell fast schon reflexartig gefragt sind. So zum Beispiel eben auch Royal Dutch Shell, also die Aktie heute auch mit angestiegen, hatte sich auch vorbörslich schon angekündigt. Kann die Aktie auch mal gebrauchen, zuletzt ist ja nicht so wirklich prickelnd gelaufen. Wie es jetzt auch für den Ölpreis weitergeht, hängt natürlich da stark davon ab, inwieweit es jetzt wirklich zu einer signifikanten Verknappung kommt. Denn zum Beispiel Donald Trump hatte sich auch geäußert, er genehmige die Freigabe von nationalen Ölreserven im Fall von Engpässen. Also man muss schauen, wie es weitergeht mit dem Ölpreis, aber aktuell sehen wir einen Ansprung und eben auch entsprechend gefragt die Ölaktien. Jetzt gucken wir mal auf die Verkaufsseite, wer sich da alles so tummelt. Da haben wir zum Beispiel Wirecard, Evotec, Lufthansa, Daimler und BASF. Ja, das ist jetzt quasi die andere Seite der Ölpreismedaille. Ölaktien freut es, dass der so angesprungen ist. Airlines wie die Lufthansa natürlich überhaupt nicht. Hier belastet ein gestiegener Ölpreis eindeutig, weil klar, getriebene, angestiegene Treibstoffpreise, das ist natürlich was, was man hier so überhaupt nicht braucht. Denn die Airlines haben ja ohnehin schon mit diversen Konkurrenzsituationen über Angeboten etc. zu kämpfen. Also da ist, wie gesagt, Treibstoff, der noch ansteigt, der noch teurer wird, eigentlich was, was man überhaupt nicht braucht. Wobei man natürlich gucken muss, inwieweit die Airlines dann wirklich erwischt, denn die haben sich ja natürlich schon auch gegen Ölpreisanstiege und Schwankungen ein Stück weit abgesichert, so auch die Lufthansa. Aber trotzdem ist das natürlich was, ich habe ja vorhin gesagt, fast schon reflexartig, der Ölpreis ist angesprungen, man guckt auf Ölaktien und schmeißt dann Airlines anscheinend eher mal raus. Also die Lufthansa-Aktie ist auf jeden Fall heute ganz klar bei den roten Aktien im DAX. Das war's auch schon für diese erste Ausgabe der Most Actives. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.